Parodontitis, auch Parodontose genannt, ist eine chronische Entzündung des Zahnhalteapparates, welche durch Bakterien im Zahnbelag verursacht wird. Verbleibt dieser über längere Zeit auf ihren Zähnen und ihrem Zahnfleisch, kommt es zur Zahnfleischentzündung, auch Gingivitis genannt. Die anfangs reversible Zahnfleischentzündung kann im Frühstadium bereits durch einfache Maßnahmen wie der professionellen Zahnreinigung gestoppt werden. Erfolgt keine Behandlung, können besonders aggressive Bakterien auch den Zahnhalteapparat angreifen und zur schweren Form der Parodontitis mit Knochenabbau, Zahnlockerung bis hin zu Zahnverlust führen. Die Heilungschancen hängen davon ab, wie weit der Knochenabbau schon fortgeschritten ist. Bei der Behandlung einer Parodontitis ist das Ziel, die Infektion einzudämmen und die Bakterienanzahl zu reduzieren. Der sogenannte Biofilm, der die Bakterien enthält, wird schmerzfrei und schonend zuerst mittels professioneller Zahnreinigung und anschließend mittels subgingivaler, maschineller und manueller Kuretage auf den Zahnwurzeln entfernt. Bakterien auf dem Gewebe werden mittels Lasertherapie aus den tiefen Zahnfleischtaschen entfernt. Nach Glättung und Reinigung der Zahnwurzeloberfläche kann sich der Knochen und das Zahnfleisch regenerieren. Parodontitis kann durch diese wiederholten Behandlungen zum Stillstand kommen, sodass Ihre eigenen Zähne lebenslang erhalten bleiben. Wir beraten Sie gerne.